Hallo Leute und herzlich willkommen zu Red Dead Redemption 2. Heute, wir sind hier in der City Hodes oder so. Und ja, da vorne ist unser Pferd und wir müssen. Wollen wir zuerst hin zu P oder zu GR? Ich glaube GR ist näher. Deswegen gehen wir mal dort hin. Die Leute steht zwar irgendwie. Das ist wegen deiner jüngsten Taten in der Nähe nicht verfügbar. Kommen wir später zurück. Und das fand ich ab. Dann gehen wir halt zu P, wenn es anders nicht möglich ist. Oh Gott, ey. Ja, wahrscheinlich. Jetzt ist es wieder verfügbar, oder was? Soll ich gerade losreiten? So, Pferd. Mach's dir gemütlich. Müssen wir jetzt mit Böhr reden, oder? Wie man das auch immer ausspricht. Fragen wir den doch mal. Excuse me, friend. We friends? Not yet, but he is hoping. I guess. We don't get a lot of traveling men here. And suddenly, there's a whole phalanx of mysterious but strangely helpful Yankees about the place. Is there? What are you doing here? Just looking for work. Looking for something. Don't worry, your secret's safe with me. What secret? I got a secret of my own. Are you secretly normal? Excuse me? Never mind. The thing is, and the Braithwaite's. I don't want to kill anyone. The lover you know. Love who? Penelope. It's impossible. Love tends to be complicated. She's a Braithwaite. I'm Beau Gray, son of Tavish Gray, nephew of Lee Gray, the sheriff, grandson of old Murdo Gray. We Grays have been loyal to the state and murderous to the Braithwaites for so long now, no one can even quite explain why. Beyond blind loyalty and stupidity. Supposed to be loyal to some nonsense while she's amazing. She's like a woman from the future. She's like tomorrow, if tomorrow turns out fine. Well, I'm sorry for your predicament. Would you help? I don't want to get involved. Okay, confused. Seems unseen. I'll pay. I've got money. We Grays, we've always got money. No brains, mind. I know she loves to sit out in the gazebo on the edge of the Braithwaite property. Take her this letter and this bracelet, please. Ja, dann machen wir das mal. Wo ist mein Pferd jetzt? Ich mach's jetzt mein Pferd da unten, Alter. Wo ist der jetzt hingerannt? Krasses Pferd. Leute, wahrscheinlich hat es hier gerade wieder ein bisschen geleckt. Es tut mir leid, ich hab's jetzt nochmal umgestellt. Ich hoffe, es leckt jetzt nicht mehr. Und es leckt schon wieder, mein Gott. Es ist zum Kotzen mit diesem Scheiß-Obers, ganz ehrlich. Kurz davor, mir irgendwas in ein anderes Aufnahmeprogramm zu holen. Die Hälfte speichert die Aufnahmen nicht, zur anderen Hälfte ist die Qualität scheiße. Oder ne, die Qualität ist ja nicht mal scheiße, aber einfach. Es leckt dann die ganze Zeit und das fuckt mich ab, Alter. Das war so richtig und das liegt nicht an meinem PC, das liegt safe an Obers. Ich meine, ich habe so eine gute Grafikkarte mittlerweile. Dann kommt Obers und fuckt komplett. Ich habe alles auf den schlechtesten Einstellungen gerade. Und noch dann leckt's ab und zu, ich versteh's nicht. Leute, ich muss mich an den Wachen vorbeischleichen. Das kann ja noch lustig werden, vor allem, weil man irgendwie gefühlt nichts sieht. Bis jetzt haben wir uns erfolgreich weggeschlichen oder dran vorbeigeschlichen. Are you Penelope Braithwaite? Well, yes, I am. I've got a letter for you. Oh. And a gift. A letter and a gift. Well, we don't even know each other. Well, it's not from me. It's from, From Bo. Bo, he is so... strange? Yes, he's a little strange, but also so... The rest of our families were stuck in the Dark Ages. I don't know, cave people, perhaps. Bo's different. But if they find out, they'll kill him and send me to live somewhere. Has a factory there. He was sort of the black sheep.
Sure. Oh Leute, warte, ich muss kurz Pause machen. Ich habe jetzt ist gerade die Softbox ausgegangen, ihr habt sie gesehen. Ich muss jetzt kurz, alle. Es hat schon mal schon wieder geleitet, hat es angezeigt und es nervt mich. Ich muss jetzt kurz gucken, ob ich mit dem Handy Licht machen kann, weil hier, mal, seht ihr das? So ein kleiner Ecke, der nicht so schön ist und den würde ich gerne raus haben. Das habe ich jetzt die Softbox benutzt, aber ich. Es geht, glaube ich, auch mit dem Handy. Ganz gut. Wir dann schleichen wir uns mal raus. So, wir haben sie jetzt zu unserem Pferd geschafft. Let's go. So, wir sind jetzt hier wieder bei Dingens. Weißt du nochmal? Ich weiß es gar nicht. Wir müssen jetzt scheinbar den Brief zurückgeben, den wir eben bekommen haben. Ja, wo ist er denn? Ah, ist da drin, Leute. You got my money? Sure. Did she give anything? For me? Yes. Might I have it? Sure. But it'll cost you. I can't be bothered. Here, take it. Oh, thank you, Arthur. Thank you. My God. What a woman. She's... This'll get her killed, for sure. What? Women's suffrage. Around here, they don't even like men voting. They'd bring back the monarchy, given half the chance. Progress is a dirty word in these parts. Unlike incest. Excuse me? I don't want to marry my cousin Matilda. I want to marry Penelope. But they're gonna... They'll kill her at one of those rallies they're holding. They've done it before. Mister, you gotta help. No, I'm afraid I don't want no part of it. I'll pay. My family, we've still got some money. Fine. Just no more running around with letters. Thank you. Come on. We better get going. Okay, wir müssen jetzt schon mal irgendwo hin mit ihm und ich muss ihnen jetzt helfen, dass die zusammenkommen. Das könnte noch lustig werden. Was ist denn hier los? Bo, what are you doing here? I cannot let you go through with this. You'll be killed. I'm prepared to die for the cause, Bo. You know that. Do something, please. What? Fight this mob? We must begin. They need me alive. This is no laughing matter, sir. They need protecting from certain elements. Mostly my family. Penelope, I beg you. I'll tell you what. Your friend here can drive the wagon for us. It'll allow us to shout all the louder. Hooray! Sure. Miss Calhoun. Oh, so wonderful. Miss Calhoun. My friend here says he can drive the wagon. Well, Olive Calhoun. Normally, I like to drive myself, but today I feel like a man joining us sends the right message. Well, I ain't never been in a protest march before, madam. Well, just treat us like the sheep, and the folks attacking us like the wolves, and I'm sure you'll feel right at home. Shall we go? All right, ladies. We know our song is a good one, and we know our cause is a pure one. Yes, ma'am. Let liberty reign. We're modest wise ladies. Get down. Come on. Talk to some. Go home. Shut your mouth. What are you doing? The hell is going on? Well, ma'am. Oh, my God. Go shit. Cause all this trouble. You don't even know what you're talking about. Go home. Shut your mouth. Well, ladies and gentlemen, this is a great day for all of us. For today is the day we begin to live as equals. Equals! Yes, equal, sir. Fair and equal. This is unnatural. This is nonsense. Fair, equal, and free, just as the founding fathers intended. Founding fathers, not founding mothers, you silly old goat. Is philosophy dependent on biology? What the hell are you doing here, boy? Keep your voice down. I'm trying to listen to the speech. Hello, darling cousin. Don't you ever speak to me like that. What are you doing here? Listening, I suppose. Go help Bo. His cousin is a moron. Stop them from ruining the speech. You need to learn yourself some manners, cousin. Haven't you got anything better to do? Oh, you always was Bo, a fucking little... weren't we just leaving?
Who the hell is this? Follow me, Ronnie. Oh, what? You'll hit me? Oh, come on. Sir, can you not see? Ich höre jetzt überhaupt nicht, ob ihr überhaupt noch was seht oder ob einfach alles nur so ein Bild ist oder die ganze Zeit verletzt. Tut mir leid, und ich habe vorhin hinten gerade schon aufgenommen, ein zweites Mal, weil es OBS verkackt hat. Und wenn es jetzt halt nur ein Bild ist, tut mir leid, Leute, dann habe ich keine Zeit, erstens und zweitens auch keinen Bock, das nochmal zu spielen. Nur in der Hoffnung, dass das OBS irgendwie zustande bringt. Warte, ich kann ja kurz was gucken. Der Arbeitsspeicher ist insgesamt für gerade mal 3/4 ausgelastet. Die GPU, also die Grafikkarte, gerade mal ein bisschen mehr als halb so viel. Und die CPU ist zwar 100%, aber die CPU hat halt praktisch gar nichts zu tun mit OBS. Ich verstehe es nicht. My cousins are vindictive bastards. My brothers are vindictive bastards. My cousins are worse. You started it. I know, but you should leave. I will, as soon as I have enough money. When my family, we have money, but I don't. Is your family very rich? Yes, well, I believe so. But they keep me out of the discussions. I have more of a artistic temperament, so... Is that what they call it? Yes. Oh, you made a joke. I really love her. I do. Well, stick around. Maybe you can die for her as well. I thought you were trying to make me feel better. I gotta go. Me too. Oh, damn! I'm gonna be late. My uncle is quite as bad as you would imagine. Here, your payment. Thank you. Excuse me. Leute, jetzt haben wir noch mal ein bisschen Cake gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr, wie gesagt, noch irgendwas seht oder nur noch ein Bild oder alles verleckt. Es tut mir leid, ich würde das versuchen zu fixen, aber ganz ehrlich, das ist einfach zum Kotzen, Alter. Okay, das war's mit dieser Folge Red Dead Redemption 2. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Lonesome Cowboy.